Ich will einfach ein paar Punkte angehen, die mir aufgefallen sind beim Durchlesen von dem Rapport. Ich denke, wir alle guten haben davon profitiert, dass man den Rapport an, von den zwei bestehenden Naturparken kriegt. Und das ist ganz interessant, das zu lesen. Am Programmdirektor vom Aménagement vom Territoire von 2003 steht, sinngemäß die Naturparken sind ein Experiment. Das sind sie, sind nicht gut, und sind ein wichtiges Experiment, und aus Experimenten lehren wir für ein Land, aber besonders auch für eine große Region. Ein Experiment ist immer Try and Error. Kann man probieren etwas, und kann man gucken, was draus geht. Gut, Gott sei Dank haben wir halt die Experienz von den zwei Parken. Aber wenn wir die Rapporte lesen, und richtig lesen, auch durch die Zeilen lesen, gibt mir ganz viel Gewur. Ich gebe dem Kollegen Schillbaum ganz recht, dass es uns Zölle fehlt. Mir ganz oft sind eben auch Sachen nicht quantifizierbar. Wert als ob Wert zurückzuführen. Unisono lesen wir an den zwei Rapporten, dass am Anfang Zielsetzung zu weit gefasst wird. Zu philosophisch. Nicht präzis genug. Die einen schwätzen davon, dass Definition muss mehr auf Kernkompetenzen gesetzt werden, die anderen schwätzen von einer dynamischen Zielführung, von einer Konzentration auf prioritäre Maßnahmen. Aber wenn man gucken, sind wir ja auch, und das hat oft genug gesagt, gehen, dass die Parken, die dann etwas ganz Spezifisches tun, vom See zum Beispiel, die Branding, dass das dann etwas immens Positives ist. Wichtig ist, dass Mannerziele mehr effizient verfolgt gehen an den bestehenden, an den zukünftigen Naturparken. Das ist auch wichtig, wenn es der Adhäsion von der Bevölkerung noch das was angeklungen. Es kann nicht einfach so, wenn man einen Naturpark, das ist ein wunderschönes Sache, sind alle mit d'accord, und dann kommen da vielleicht auch Restriktionen, und da muss ich dem Kollegen Schillbaum dann die Kehr widersprechen, von denen vier drin nicht riert werden. Muss mit klaren Kette gespielt werden. Wenn ihr schwätzt von mir erhalten Wasser, mir erhalten Boden, man selbstverständlich bedenkt das dann auch Restriktionen, und auch da muss klimaklar angeschwert werden. Da, wo Restriktionen kommen, erinnere ich an als Grundposition von der RDR, immer dann, wenn es zu Abkommensverlust kommt für die Pächter oder zu Wertverlust für den Proprietär, muss das vom Staat, von uns alle Gute, vom Steuerzahler, fair entschädigt gehen. Zwei kleinere Marken, das ganz viel gesperrt gehen über den Klimapakt, den Energy Award, bravo. Ich muss aber allerdings sagen, in der Praxis ist es so, dass gerade am Eisleck viele Energieproduzenten, industrielle Energieproduzenten mit Problemen zu kämpfen haben. Sie wird Biogas anlernen, die nicht immer ganz fair behandelt gehen vom Landwirtschaftsministerium. Sie wird Kündigung von Verträgen, von großen Wandanlagen oder Photovoltaikanlagen durch eine was kreieren, also wie sie in allen guten Häschen. Da geht es einfach ein Rüptür zwischen dem Diskurs, verstehen, was wir wollen, und verstehen, was auf dem Terrain praktisch geschieht. Ganz positiv gesehen ist dabei vom Miscanthus, etwas, was man nicht selber auf ein paar Hektar experimentiert tun, aber ganz bestimmt für Biomasseproduktion ein fantastisches Serres. Schlussendlich erlebt man nach E-Wort zum Tourismus, ich meine, Großsorge. Über die Branche in unserem Land, am Norden, am Osten, wenn ich gucke, wie viele Betriebe da am Moment zumachen, wollen verkaufen, nicht mehr wollen vierfahren. Ich vermisse Überlegungen an den Dokumenten, die zur Verfügung gestellt wurden, zur Desenklavierung, zum Zugang, zur Zufahrt, hier wird doch Busitinerären an als Naturparken. Da gibt es Gedanken, die an dem Dokument nicht abtauchen, und das ganz bestimmt eben in aller wesentlichsten Aspekte von der Operation Naturparken.